Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir zusammen ein 5-Minuten-Workout, was ihr praktisch überall machen könnt. Ihr braucht keine Geräte, jede Übung geht 30 Sekunden lang und wir legen auch sofort los. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Stoppuhr und wir starten direkt. Übung Nummer 1 ist Shoulder Taps, das heißt hier Tap, Tap, zurück, Tap, Tap, zurück. Übung Nummer 2 sind High Knees. Einfach Knie hoch, Gas geben. Wenn ihr nicht mehr so gut könnt, dann könnt ihr auch einfach mal ein bisschen lockerer machen und nur so locker laufen. Und Übung Nummer 3, ganz, ganz easy. Ihr geht runter in die Plank, immer die Knie zu den Ellbogen. Und alles davon immer 30 Sekunden. Wir legen direkt unten los. Stoppuhr ist bereit. Let's go. Shoulder tap. Shoulder tap. Zehn Sekunden noch. Und vorbereiten. Nächste Übung. Ein. Versucht so lange wie es geht durchzuziehen. 15 Sekunden noch. 10. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen runter wieder. Entspannt, tack. Achtet drauf, dass eure Schultern über den Handgelenken bleiben. Jeder in seinem Tempo, ganz relaxed. Gleich geschafft. Durchhalten. 5, 4, 3, 2. Und wir bleiben direkt unten. Shoulder Tap. Halten. Ihr seht, ihr braucht nicht viel Platz für die Übung. Ihr könnt es wirklich überall machen. 3, 2, 1. Okay, kleine aktive Pause. Ihr könnt auch mal ein bisschen lockerer laufen. Ganz entspannt. Fast die Hälfte ist schon vorbei. Zehn Sekunden noch. Spannung in den Armen. 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen wieder runter. Wieder die Knie zu den Ellbogen. Kommt schon, kämpfen. Durchhalten. Gleich geschafft. Wir bleiben direkt wieder unten nach der Plank. 5, 4, 3, 2, 1. Und Shoulder Tap. Back. Shoulder Tap. Back. Back. Komm schon, kämpfen. Über 3 Minuten sind geschafft. So. Nochmal aktive Pause hier. Zehn Sekunden.
5, 4, 3, 2. Letzte Minute läuft. Sekunden noch. 10. 3. 2. 1. Zack. Durchziehen. Letzten 30 Sekunden. Easy. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Geschafft, Leute. Boah. Ja, das ganze Workout könnt ihr zu Hause nachmachen. Ihr braucht rein gar nichts. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Stoppuhr, ein Boden, wenn ihr möchtet, ein bisschen Musik und das war's. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ich das öfter machen soll, schreibt es mal unten in die Kommentare, was für Workouts, für welche Muskelgruppen und so weiter ihr euch wünscht. Dann können wir das nächste Mal machen. Bis dahin, viel Spaß bei den weiteren Videos. Ciao.